Hallihallo und recht herzlich willkommen zurück zu Hood Rivals bei NHL 23. Classic 5 gegen 5, das letzte Spiel der Woche. 4 Siege in 4 Spielen. Unsere Mannschaft will immer noch mehr. Aber ich muss sagen, das letzte Spiel und das erste Spiel vom Torabstand war mir das Liebste. Die zwei Spiele dazwischen waren aber sauspannend und wirklich hart betont. Gut, das Spiel gestern eigentlich genauso bis zum 2-2. Und danach ging es sehr in eine Richtung. 6 Tore unbeantwortet. Sind natürlich eine Menge dann. Aber ja, shit happens. Ansonsten, ja, gut, Ostfriesland war 1 und vorne. Es waren echt viele Gegner diese Woche 1 und vorne. Roncos Poncos. Die Stars. Oh, den schönen alten Trikots. Oh, geil. Das ist wirklich Retro-Feeling. Das ist wirklich Retro-Feeling tatsächlich. Die Stars zu Gast bei den Kings. Schauen wir mal, was unser Gegner kann. Poke-Tippen anscheinend schon mal sehr gut. McDavid nicht überlaufen lassen. Ich wollte gerade sagen, aufpassen. Weiß nicht, warum er das so rausgeht. Macht die Situation echt gefährlich. Also es ist Forsling. Boah, kriegt die Scheibe nochmal zurück. Und wir haben sie jetzt immer noch nicht. Cody Ceci. Ist geblockt, jetzt der Campbell. Mit dem Scheibengewinn. Nein, Dobson! Das sind die Pässe, wo ich sage, die müssen halt kommen. Dass die Scheibe dann nicht zu Dobson kommt, den Pass von Campbell, verstehe ich nicht. Muss ich einfach auf Klammer so ansprechen und kritisieren. Unsere Spieler. Gehört dazu. Oh! Hughes. Macht es gut. Schön geblockt. Giroux ist dann eiskalt. Kane. Ist das Patrick Kane? Ich glaube ja. Dobson immer noch auf dem Eis. Gehört natürlich mittlerweile schon links drunter. Heißi! 1-0! Da war irgendwann kein Verteidiger mehr da. Und das ist genau das, was ich sage. Es freut mich immer, wenn die Leute toll checken. Hat nur eins falsch gemacht. Gut, dass er uns wegcheckt. Taylor Heißi war dadurch komplett frei. Das ist das, wo ich dann immer sage, es ist gut, wenn man checken kann, um Himmels Willen. Aber man muss dann schauen, dass man die richtigen Leute im richtigen Moment erwischt. Und wenn dir das nicht gelingt, hast du keine Chance irgendwann. Ja, spielt die Scheibe schön raus. Jesper fast gegen Heiskanen. Anunen. Schaffst du es, mit die Scheibe festzuhalten. Weiterspielen. Macht er genauso mit seinen Schüssen. Direkt nach dem Bulli gewinnen. Na, Matthews leider schon im Abseits gewesen. Kann er bitte. Jawohl, Sarah Filier.
Oh, Jones. Schlafmütze. Ja, und das ist noch schlafmütziger. Aber gut, Drittel ist um. Ja, ja, die letzte Reihe. Das ist genau das, wo ich sage, wir müssen schauen, dass wir... Taylor Icy, ja, alles gut, Mädel. Aber hier nochmal, hier kommt der Check. Und das ist das, was ich meine. Es ist klasse, dass Carlson uns, dass Giroud komplett weggeräumt ist. Theoretisch denken, Weltklasse. 1:1 Schüsse in einem Drittel. Das ist natürlich hart. Zeigt, wie gut die für zwei Verteidigungen aufgestellt sind. Aber wenn du halt im falschen Moment den falschen Mann checkst, so wie hier in dem Fall Giroud, anstatt dass er hier sich dazwischen stellt und auf den Check verzichtet und vielleicht schaut, dass er die Scheibe kriegt, hätte Heisi das Tor vielleicht nicht schießen können. Hätte, wäre, wenn. Das ist nur das, was ich meine mit achtet wirklich drauf, wen ihr checkt, wann ihr checkt. Es macht nicht immer nur Sinn, dass ihr drauf geht wie ein Verrückter. Weil ab und zu werdet ihr in Lagen kommen. Da ist es schlauer, das richtige Positionsspiel zu haben. Gretzky, der ist so... Das ist ja ab... Ja, normal müsstest du sagen, ihr müsst treffen irgendwann mal. Ja, aber das schafft er ja auch nicht ganz. So. Das ist zu spät. Gut gemacht. Das klärt die Scheibe. Ist natürlich Icing wahrscheinlich. Jawohl. Dann haben wir jetzt die Chance. Die Scheibe nochmal zu bekommen. Nyland. Nuss. Man sucht Lücken, man findet Lücken. Ah, wenn man weiß, wo man suchen muss. Nurse hatte sie gefunden. Es reicht dann hinten die zwei Beine, die da mit dazukommen. Das Ding noch schwerer machen, als es ist. Und wir müssen es aufpassen mit den Checks. Tavares. Komplett Mutterseelen allein da vorne. Das ist natürlich auch nicht das Richtige. Und wieder, kein Powerplay für das, dass er uns da in die Beine reinspringt, weil Tavares nicht fällt. Und das ist das, was ich ab und zu bei unseren Leuten nicht verstehe. Es könnte so einfach sein, wenn sie sich einfach ab und zu mal fallen lassen würden. Dass es sportlich vielleicht nicht das Fairste ist, ja, das ist eine andere Diskussion. Aber die führen wir in diesem Fall nicht. Dobson. 2 Minuten, hallo. Puh. 26-3-0, 1,54 Gegentorschnitt bei Anonym. Na, Tavares kommt nicht hin. Kampf. Ist geblockt. 1:2 Möglichkeit. Dobson. Nein! Den muss er machen! Den muss er machen, da gibt's kein Wenn und Aber. Den muss er machen. David Pastrnak war das, glaube ich, oder war es Nylander? Ich weiß es gar nicht, wer es war, aber den muss er machen. Shit. Ja, das Glück, dass da jemand diese... Oh!
Also Rückhand hin oder her. Teräväinen, Giroud und Pastrnak. Boah, bleibt beim 1-0. Alter Verwalter. Nee, Nylander war das. Nylander, den muss er machen. Der war so schön rausgespielt. Und er nutzt ihn nicht. 6-6 Torschüsse. Es ist ein super ausgeglichenes Spiel. Wir haben weniger Zeit in der Offensive, dafür die bessere Passquote. Und Bulli ist ganz, ganz schlecht. Bulli ist immer tatsächlich ganz, ganz schlecht. Kucherov, der hat Platz. Kucherov in letzter Sekunde. Oh, Heißkanne. Ausgerechneter Verteidiger jetzt vorne mit dabei. Sarah Filier 2-0. Und das ist genau das, was sie gebraucht haben. Heißkanne geht durch. Filier ist in der Mitte frei, hält die Kelle hin. Und wir führen mit 2-0. Sarah Filier. Ich dachte eigentlich, sie lässt Matthews schießen. Aber nee, hier, zack. Sorry, Austin, bin schneller. Filier, glaube ich, hat mehr, also fast keine Assists. Der hat nämlich nur 3 oder 4 Assists oder so. Und der Rest ist tatsächlich alles selbstgeschossene Tore an Punkten. Ist natürlich Weltklasse. Und drüber diskutieren. Boah, stark. Cody Ceci versucht sich da alleine durchzusetzen. Sarah Nurse. Kontermöglichkeit. Sarah Nurse. Mit richtig viel Tempo. Tavares 3-0. Zählt aber nicht. Das wäre so schön gewesen. Schade, da kommt der Pass. Wobei, es ist ihr eigen. Ja, verstehe ich, dass unsere Fans pfeifen. Es ist auch der eigene Verteidiger, der in den Torhüter reinrennt und Nurse eigentlich weniger Ausweichmöglichkeit gibt. Muss man jetzt einfach mal so straight dazu sagen. Na, Nurse kommt hin. Mit dem Konter. Hat Glück. Jack Hughes, Wahnsinn, Markström macht die Beine auf und in letzter Sekunde macht er sie zu. Hughes, Heisi, an der Scheibe vorbei. Das ist Kelmer K. Da fehlt mir jetzt hinten. Denkste, Gretzky hat aufgepasst. Ich habe das immer das Verhalten, was mir oft gefehlt hat in den letzten Malen. Hula, Heisi ist dazwischen. Out of game, jawohl. Aber es ist wichtig, dass er mal durchatmen kann.
Jetzt haben wir genau den Anschluss kassiert. Kommt spät, aber er kommt. Tavares! Mei! Da muss ich jetzt auch wieder sagen, weißt du, wenn wir vorhin das dritte Tor zugesprochen bekommen würden, beziehungsweise wir hätten sagen können, auch wir challengen die ganze Situation. Weiß nicht, ob es dann jetzt. Also, dass das Tor wahrscheinlich fällt, ja, ist höchstwahrscheinlich. Na, keine Chance. Macht mir da alles zu. Konter. Quinn Hughes. Sucht sich die Seite aus. Er zieht sogar den Torhüter. Cody Ceci ist abgefälscht. Nurse, wir gewinnen mit 2-1. Starkes Spiel unserer Mannschaft. Ja, der Gegentreffer war dumm. Ich hätte nicht auf Wechseln gehen sollen. Ich dachte mir, scheiße, ich muss schnell die Neuesten reinkriegen. Und habe dann nicht mehr auf McDavid geachtet. Das war dumm. Tut mir leid, Justus, dass du da noch einen kassierst. Geht auf mein Konto. Aber ja, 2-1 Sieg, ich glaube höchst verdient. Arno, den Spielretter, der hat wieder hinten alles mögliche, fast alles gehalten wieder. Das war, also wie gesagt, bis auf den Einschuss, da sogar diesen abgefälschten so schön zu parieren. Und da muss ich einfach sagen, sie unterschätzen zu oft die Mädels bei uns auf dem Eis. Es ist einfach so, man merkt's. 4021 Punkte plus 10, damit haben wir 1670. Jetzt sind wir wieder eher in dem Gefilde, wo wir hinwollen. Aber für Sarah Filier, wie gesagt, freut es mich mehr, dass sie das Tor macht. Und auch Taylor Heisey mit dem Tor. Nehmen wir das von Filier. Eiskannen so schön reingelegt und sie kriegt ihn halt direkt voll auf die Rückhand. Das ist halt so perfekt. Das ist halt so perfekt für Sarah Filier. Mit ihrer Größe, allem drum und dran, auf die Rückhand, zack, rein damit, 2-0. Und das war eigentlich, also dieses Tor muss ich sagen, es war eigentlich die Vorentscheidung. Weil bis dato, wir haben hinten alles wegverteidigt, was kam. Bin sehr stolz auf fünf Spiele, fünf Siege. Absolut zufrieden. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Sagt Ciao und V und wir sehen uns das nächste Mal wieder. Bis dann, Tschüssikowski.